nicht mitspielen. Mädchen können nicht werfen und rennen. Das wäre ein Nachteil für dein Team. Das stimmt nicht. Und was willst du dagegen machen? Heulen? Heul, Suse! Los, ich bin die Polaria! Das ist ungerecht. Nein, den zeige ich's. Da ist einer. Und damit herzlich willkommen zu Iron Harvester. Das habe ich ja letztes Mal aufgenommen und das gefiel anscheinend den Leuten. Deswegen dachte ich, komm, das machst du mal. Da lang! Hier mit diesen Schneeballwerfen lernen wir so ein bisschen die Funktion des Spiels. Achso, ich soll jetzt ein bisschen hier drücken. Benutze Maus, kannst du mal rauszoomen, wie bei so irgendwie in anderen. Bin unterwegs! Und greife das Thema an. Du bist tot! Ein Hinterhalt! In Deckung! Hey! Sie spielt gar nicht mit! Na gut. Gut, bleiben noch vier. Finde ich lustig gemacht, irgendwie, dass das Tutorial mit einer Schneeballschlacht gemacht wird. Ein perfekter Ort! Voll erwischt! Jeder kann sich von hinten anschleichen. Sie verstecken sich! Aber Deckung ist eh sehr wichtig in dem Spiel. Unsere Heldin will angreifen! Ja, jetzt trifft ihn doch auch mal. Die Feiglinge greifen mich an! Die erwischt! Hier sollte es sicher sein. Nehmt das! Hey, nur still! Nehmt das! Viel besser! Feuer frei! Stimmt! Ich hab sie! Die Feiglinge greifen mich an! Hier hinrennen solltest du jetzt eigentlich nicht, aber okay. Angriff! Unsere Helden! Ich hab sie! Ich muss in Deckung gehen! Feuer frei! Tot! Die Polanierin tötet den nächsten Russwirt! Du bist ein Russwirt! Die Russwirts kommen! Rückzug! Und ab jetzt zählt jeder Treffer! Hey, du warst tot! Ihr könnt mir nicht entkommen! Da lang! Da ist einer! Achso, damit kann man das drehen. Hier bin ich geschützt! Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken! Angriff! Die Feiglinge greifen mich an! Weinst du jetzt, kleines Mädchen? Feuer frei! Ich bin kein Russwirt. Bist du wohl? Dein Bruder ist auch ein Russwirt. Und mit den Worten wurde er besiegt. So. Da sind die... Okay. Kinderspiel. Ein perfekter Ort. Unsere Heldin wird angegriffen! Die lass mich nächstes Mal einfach mitspielen! Feuer frei! Die Geräusche, die machen, ey. Nehmt das! Hey! Sucht euch gleich stärker aus! Oder stärkere! Sie bekommt Verstärkung! Rückzug! Die haben gemogelt! Ich hätte gewonnen!
sah eher aus, als wären sie dir überlegen gewesen. Komm, gehen wir zurück ins Dorf. Papa wartet sicher. Oder du zeigst mir endlich, wie man schießt. Du hast es versprochen. Wenn du älter bist, sagte ich. Aber jetzt bin ich doch älter als damals. Und wie soll ich mich sonst im Krieg verteidigen? Wenn der Krieg ausbricht, versteck dich. Ich kümmere mich um dich. Und wenn du mal nicht da bist? Onkel Lech sagt, jeder in Polania muss lernen, sich zu verteidigen. Ich bin immer für dich da. Naja, die Jungs haben mir ganz schön zugesetzt. Und wären das keine Schneebälle gewesen? Ach, Anna, na gut, aber... ich weiß, nichts Papa sagen. Das wird mir noch leid tun. Gut, hier im Wald gibt es Hirsche. Wenn wir ganz still sind, finden wir vielleicht welche. Aha. Also gut, nach Ihnen, Generalen. Neues Primärziel erhalten. Neues Primärziel, so. Wie geht's weiter? Bin unterwegs. Da drüben. Ich sehe ihn. Ich muss leise sein. Also, ich glaube, wir sollen ja erstmal fehlschlagen. Legen wir los. Halt still. Wie geht's weiter? Ja, jetzt haut er ab. Was? Ich war doch leise. Hirsche sind Fluchttiere. Und deshalb sehr scheu. Wir brauchen eine neue Taktik, Generalin. Ich verstecke mich im Gebüsch, da sieht er mich nicht. Und du treibst ihn in meine Richtung. Guter Plan. Aber er schießt den Hirsch und nicht mich. Psst. Befehle? Bereit. Treib den Hirsch zu mir. Sehr gut. Suchen wir einen Hirsch. Benno, da ist er. Gehen wir in Schussreichweite. Klar doch. Wo ist der? Du erzählst Geschichten, der Hirsch ist doch noch gar nicht hier, ey. Hä? Bin ich jetzt blind? Nö. Guter Plan. Dann ist er doch hier links, okay. Das ist natürlich doof. Kinderspiel. Ach, da unten. Na schön. Mensch. So. Ganz leise jetzt. Was schwebt dir vor? Habe ich den hier unten in der Ecke nicht gesehen, ey. Aber sieht das schick aus. Guter Plan. Oh, Anna, treff mal. Wie geht's weiter? Los geht's. Gutes Versteck. Aber der Schuss war wirklich mies. Ich glaube, mit dem Gewehr stimmt was nicht. Hör zu, wenn du abdrückst, darfst du nicht unsicher sein, ob du triffst. Du musst es genau wissen. Sieh dir dein Ziel an, wie es sich bewegt. Erfühle den richtigen Zeitpunkt und dann... Peng! Schon gibt's Wildbraten. Ich verstehe, glaube ich. Gut. Du versteckst dich im Busch und ich... Ich weiß. Was gibt's, Generalin? Besser hier in die Richtung. Klar doch. Na schön. Da ist er. Bin unterwegs. Jetzt hat nämlich Anna eine Fähigkeit bekommen, die sie dann auch in den späteren Missionen bekommt. Kinderspiel. Na, gehst du hin. Perfekt. Ich bin bereit. Durchschlagener Schuss. Ich werde treffen, das weiß ich. Was schwebt dir vor? Ich hab getroffen! Guter Schuss, Schmetterling! Das glaubt mir Papa nie! Er darf nichts davon wissen. Ich hab geschossen, denk dran. Ah, richtig. Oh, und was für ein Schuss! Dein bester bisher! Scherzkeks.
Das ist ja widerlich. Das gehört dazu. Wir töten nicht aus Spaß. Yannick, sag, glaubst du wirklich, es gibt Krieg? Sicher. Und diesmal wird es ein ganz großer. Saxony, Roswiet, die Nordic Kingdoms, vielleicht sogar das Shogunate. Die ganze Welt. Kommen die Soldaten auch hierher? In dieses Kaff? Warum sollten sie? Yannick! Schieß! Schieß! Okay, ich muss nichts machen, das hat sie automatisch gemacht. Okay, gut. Das war ziemlich knapp. Ja, danke. Hatte wohl Hunger. Hey, Arthur, nimm das Vieh mit. Das gibt einen warmen Mantel für Sibirien. Ihr zieht in den Krieg? Nach Roswiet? Ja, wir verteidigen die Heimat gegen Roswiet. Oh. Beeindruckend, was? Ein Schmiaui. Neuestes Modell. Die werden sich umsehen. Fantastisch. Komm, es kann nicht mehr weit sein. Wollt ihr nach Saleshi? Da wohne ich. Ich bring euch hin. Na dann, spring auf, Soldat. Geh gleich zurück, ja? Und vergiss den Braten nicht. Ist natürlich schon krass, wenn einfach so ein MacGyff kommt, der erstmal mit einer Karabiner rumballert. Sieht schon geil aus. Geh gleich zurück und vergiss den Braten nicht. Hallo? Oh nein, es tut mir leid. Aber die Entscheidung liegt bei deinem jungen Piotr, nicht bei dir. Wenn er für sein Land kämpfen will. Das gibt ein Blutbad. Du weißt, wozu diese Maschinen fähig sind. Jeder Freiwillige kriegt die beste Ausrüstung und Ausbildung. Und wer weiß, vielleicht steuerst du einmal eins von diesen Dingern. Das wird er nicht. Ich opfere meinen Sohn nicht in einem weiteren sinnlosen Krieg. Sinnlos? Wir verteidigen unsere Heimat, unsere Freiheit. Was soll aus deinem Sohn werden, Piotr? Ein Patriot oder ein Feigling? So wie ich? Wir alle helfen mit, unsere Heimat zu verteidigen. Und du? So schlimm wird der Krieg schon nicht werden. Und Onkel Lich passt auf mich auf. Nein! Zu Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause, Junge. Das hier ist kein Spiel, Yannick. Dein Entschluss ist richtig. Du bist ein Mann und ein Polanier. Beides sollte dich mit Stolz erfüllen. Komm, pack deine Sachen. Yannick! Du ziehst in den Krieg? Er sagt doch. Nur ein paar Monate. Du lässt mich allein! Nein! Niemals! Ich will dich nur beschützen. Der Krieg kommt, ob wir wollen oder nicht. Onkel Lech sagt, am besten ist es, schnell und hart zuzuschlagen. Wir müssen den Roswiets und den Saxoniern zeigen, dass wir uns nichts gefallen lassen. Dass wir uns nicht verstecken. Aber Papa sagt, es wird ein Blutbad. Papa ist kein Kämpfer. Er würde sich lieber hier verkriechen und rostiges Ackergerät reparieren. Er versteht das nicht. Dann will ich aber mitkommen. Ich tue das doch für dich, Schmetterling. Geh nicht! Es ist nur für ein paar Monate. Sie sagten, der Krieg wäre ein Abenteuer.
Sie versprachen Ruhm und Ehre. Am Ende sollte er 5 Jahre dauern. Jahre voller Qualen und Schrecken, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Zum ersten Mal traten sich die Nationen der Welt mit Waffen gegenüber, die Dutzende, Hunderte Menschen mit einem Schlag töten konnten. Jetzt ist der Krieg vorbei, doch er kostete Millionen Menschenleben. Auch das von Janek, mein Bruder, der an Weihnachten wieder zurück sein wollte. Der mich nie verlassen wollte. Ja, das war auch ein sehr schönes Intro. Obwohl ich persönlich, ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, hier mit Polania, Roswitha, wie auch immer die Russen nochmal heißen, dann die deutschen Saxonie. Ich meine, jeder weiß ja, was gemeint ist. Aber was wollen die eigentlich? Was wir alle wollen, Roswitha aus Polania vertreiben. Ohne unser Militär im Rücken? Tja, Onkel Lech ist anscheinend bislang recht erfolgreich. Der russwirtische Militärattaché soll außer sich sein. Der Widerstand ist 10-fach in der Unterzahl. Die gefährden lediglich die Waffenruhe. Und bei Gott, die brauchen wir. Aber wieso eine Waffenruhe? Was hat Kaiser Friedrich und Zar Nikolaus dazu bewegt? Gerade jetzt? Das ist eine gute Frage. Meister Piotr! Meister Piotr! Im Dorf! Widerstandskämpfer! Sie fragen nach Ihnen! Onkel Lech? Nein, aber es ist wohl dringend. Geh zum Holzfällerlager und sag, dass ich bald da bin. Aber ich will... Geh! Los! Und kein Abstecher zu den Bären! Keine Sorge. Und Anna war doch ein kleines Mädchen. Ich meine, 5 Jahre sind vergangen. Ist jetzt nicht ein bisschen alt dafür, dass sie gerade noch ein Kind war vor 5 Jahren? Also, okay. Gut, wir sollen nicht zum Bären. Wir gehen natürlich trotzdem zum Bären, ist ja klar. Ach, Sekunde mal, hier sind noch Vorräte, aber die können wir auch... Da müssen wir, glaube ich, eh nochmal später lang. Sowjetische Truppen? Was machen die hier? Die nehme ich noch mit. Normalerweise dachte ich mir immer, dass ich eine Folge aufnehme, eine Mission, da das Intro ja relativ kurz war. Und dachte ich mir, komm, mache ich die noch hinterher. Psst, still! Im Wald sind Roswitz. Was zur Hölle ist das? Habt ihr euch verlaufen? Roswitz ist da lang. Erschießt ihn! Nein! Sekundärziel abgeschlossen. Das sollte jeden niederstrecken. Raus damit! Ich nehme sie ins Visier! Oh, die Fähigkeit von Anna ist echt geil. Die macht alles One-Shot wirklich. Bin beschäftigt! Es geht nicht anders! Voltig ist halt gut, er ist ein schöner Tank, der hält richtig viel aus. Das ist richtig schön. Ja? Alter, das jeder sieht Schuss zählt! Wir haben sie getötet. Alles in Ordnung, Wojtek? Wir müssen zum Dorf. Wir müssen Papa und die Widerstandskämpfer warnen. Ich mach mich auf den Weg. Bin gleich da. Hier ist ein Gegner. Ich nehme sie ins Visier. Und wonach genau suchen wir? So einen Schlaukopf. Wissenschaftler oder so. Hier, mitten im Nirgendwo? Hat einer geschossen? Also du sollst nicht hinrennen, du sollst eigentlich... Jeder Schuss zählt! Ja, tatsächlich ist es so, dass Anders Vater irgendwie ein Wissenschaftler ist, der vielleicht so eine Kriegsmaschine mit entwickelt und konstruiert hat. Das weiß ich noch nicht, das kam in der Beta nicht raus, weil da konnte man nur 4 Missionen zocken. Deswegen, das weiß ich noch nicht. Tut mir leid. Aber selbst die Russen wollen den Vater hoch haben, also anscheinend irgendein Waffeningenieur ist das wohl. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Deckung kann nie schaden. Das sieht nützlich aus. Ah, was brauchen Sie? Was Anna auch immer uns ja weiterhilft. Achso, alles ist wieder gut. Ja?
bin unterwegs. Ist da oben noch was? Ne. Ah, schau! Eine Waldfee! Elfe! Feen haben Flügel! Russwirtische Soldaten, ich... Die suchen nach jemandem! Russwirts? Hier? Im Dorf sind Widerstandskämpfer. Wir müssen sie warnen. Bleib hier. Wir machen das schon. Auf keinen Fall. Papa ist im Dorf und ich bin die beste Schützin. Ich komme mit. Sekundärziel abgeschlossen. Was brauchen Sie? Ja, schade, dass wir nicht das Ding hier mitnehmen. Das kann ich machen. Er ist vor kurzem liegen geblieben. Das Ding geht nirgendwo hin. Okay. Hä? Bin gleich da. Wie kann ich helfen? Achso, wir sind ein Haufen Russwirts. Okay. Ich nehme sie ins Visier. Genau, ich meine, wie Janik es mir gezeigt hat. Russwirts, Sankt-Polane, ist ja klar. Sagst du die, also... Hätte man theoretisch, ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn es einfach Polen, Russland, ein deutsches Reich, ja, wäre es ja gewesen oder so. Raus damit! Wir werden immer besser! Wir werden immer besser? Im Töten? Entschuldigung. Ich mach mich auf den Weg. Ich finde, ich muss sagen, die Landschaft sieht echt schön. Ich meine, guckt euch das an, das sieht schon echt schick aus. Ich mach mich auf den Weg. Ich meine, gut, man hätte es natürlich noch ein bisschen schöner machen können, aber ich sag mal, das ist ja ein Spiel, wo ja, sag ich mal, die Kampagne zum Beispiel, das halt das alles auf den Weg. Das ist ja wichtiger, als dass jetzt die Grafik, sag ich mal, mega 4K optimiert wäre, sag ich mal. Weil was bringt ein mega schönes Spiel, alles wenn klar. dafür die Story und die Mechanik scheiße läuft? Sieht nach einem Nein. Bastarde! Dafür werden sie bezahlen! Ich mach mich auf den Weg. Ja, jetzt kommen wir mit dem ersten Dorf an. Hier drüben! Deckung! Weiter! Dann mal los! Machen wir es kurz und schmerzlos. Sprechen Sie! Lieber nicht ungeschützt! Erwidert das Feuer! Geht in Deckung! Ja? Vorsicht! Hilfe ist hier! Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Das Feuer! Erledigt! Fürs Erste. Danke. Du hast uns den Arsch gerettet. Los, verschwinden wir! Was ist passiert? Russwirtsoldaten. Sie kamen kurz nach den Rebellen. Sie suchen einen Dibowski. Einen Professor. Und mein Vater? Der versteckt sich mit anderen beim Marktplatz. Wir müssen ihnen helfen. Spinnst du? Die haben Mechs und schwere Waffen. Ich komme mit. Mein Bruder und seine Familie sind noch da. Wir kommen alle mit. Oh Mann. Oh, wunderbar, da ist sogar Heilung. Wir erledigen das! Wie geht's weiter? Ich gehe besser in Deckung. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Deckung kann nie schaden. Also hier... Gebt uns den Professor! Wir wissen, dass sie ihn versteckt! An der Hand, wir kennen keinen Professor! Ich hab sie im Visier. Wir müssen das nicht tun. Lasst uns einfach in Ruhe. Die hören nicht zu. Sie greifen uns an. Wir gehen wieder strecken. Bleibt in Deckung. Ich nehme sie ins Visier. Es geht nicht anders. Sieht so aus, als eine Leere sicher. Vorsicht. Jeder Schuss zählt! Wojtek, Hilfe! Wojtek. Verteidigt euch! Ich will mal so mehr so als ein Schlag sie zurück!
Sind Sie weg? Nein, bleibt in Deckung! Womit haben wir das nur verdient? Was brauchen Sie? Was mir fehlt, weil das hat mir auch bei Company of Heroes. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Taste, wie zum Beispiel bei Starkov, dass du, sag ich mal, F2 drückst. Ich geh besser in Deckung. Ausgewählt werden. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Bin gleich da. Gehen wir hier rüber. Weiter! Kooperiert oder spürt die Konsequenzen. Gegenwehr wird mit tödlicher Gewalt erwidert. Gegenwehr, ich meine, hier sind überall tote Zivilisten. Gegenwehr wird mit tödlicher Gewalt erhaben. Deswegen sind wir und du allein nicht bestimmt gewährt, die wir auch gewohnt haben. Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher. Ich bin unterwegs. Bin gleich da. Aber so ist es halt leider im Krieg. Da sterben wir mal tausend. Los, jetzt gesichtet. Es geht nicht anders! Auf sie, Wolke! Es geht los! Das ginge schon anders, wenn die Kraft hier sind. Hier auch nochmal so ein schönes Bild, was einfach auf der Straße steht. Weg im Hintergrund. Geht's allen gut? Ich mach mich auf den Weg. So, wo sind... Hier sind doch bestimmt gleich noch mehr Nähe. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Primärziel abgeschlossen. Psst, Anna. Papa. Was soll das? Du solltest nicht hier sein. Ich... im Wald. Es tut mir leid. Papa, ich hab... Ich... Da uns keiner von euch Professor Dibowski ausliefern will, holen wir ihn uns selbst. Stellt alles auf den Kopf! Findet den Professor! Keinen Ton und bleib, wo du bist. Ich locke sie weg und komme zurück, sobald sie fort sind. Was wollen die? Wieso sind sie hier? Bleib hier. Nein! Papa! Ihr wollt Professor Dibowski? Hier bin ich! Holt mich doch! Das muss man schon sagen, das war echt cool. Mit so einer Faust auf den Boden hauen, Brücke kaputt, Mech kaputt. Los, alle hier sammeln! Verteidigt euch! Neues Primärziel erhalten! Drüben sind Gegner! Verteidigt euch! Sie greifen uns an! Gut, ich würde mal sagen, damit beende ich die Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Verteidigung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.